Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Sky Factory 4. Ja, gestern war ja der Ditech-Server das erste Mal hier online und ich hoffe auf jeden Fall, dass es gekommen ist, weil ja, aber es sollte eigentlich kommen. Also der von mir geplant. Auf jeden Fall, ihr seht schon, ich habe ein bisschen was gebaut in der letzten Zeit noch. Es ist noch nicht ganz fertig, aber ich habe die Wiese erweitert um ein ordentliches Stück, wenn du das hier siehst. Und ich habe, ihr seht, einen Creeper sogar hier gehabt, wenn ich gescheit ausgeleuchtet hatte. Es ist noch nicht ganz fertig, ich hatte nicht genug Erde in dem Moment. Aber ihr seht schon, was ihr vielleicht gesehen habt, hier ist ein Hopper dran. Das liegt daran, dass ich probieren will, sozusagen das zu automatisieren in Zukunft und somit sozusagen... Und sozusagen immer automatisch, was auch immer zur Hölle das jetzt gerade war, automatisch Lava zu bekommen. Aber das scheint nicht so zu funktionieren, wie ich mir das vorstelle. Schade, man muss wahrscheinlich so ein Push-and-Pull-System machen. So, wir haben hier aktuell, was haben wir denn hier alles drin? Systeme. Ich bin so ein bisschen lost teilweise, das müsst ihr leider verstehen. Molten Iron, Tin, Lead, Distorized Redstone und natürlich mein Blut. Ja, das Blut war jetzt nicht so absichtlich. Wir hatten einen Goldbaum zuletzt, wenn ich mich nicht irre. Hallo Goldbäumchen. Den werden wir jetzt nochmal gleich farmen. Weil Gold kann man immer gebrauchen. Ist das nicht dein... Ah, warte mal. Vielleicht nicht die Spitzhacke, ne? Das wäre so ein schlauer Ansatz. So. Goldzeppling. Ich glaube, das war das, was wir letztes Mal zuletzt platziert haben, oder? Kann das sein? Weil Gold habe ich gleich noch keins. Oder ich irgendwo Gold hin platziert und ich habe absolut keinen Plan. Noch. Hier schau, ich habe sogar ein bisschen Gold und alles. Cool. Aber jetzt schaue ich kurz auf mein Handy, weil am Handy habe ich die Studio-App. Und es tut mir für TB leid, dass ich in letzter Zeit weniger antworte, aber ich bin beim viel Überlegen, viel Projekte überlegen, vor allem für die zukünftigen Serien. Aufrufe 12? Was geht mit dem Video ab? TB hat einiges geschrieben, auch um das Thema Automatisierung, was ich gefragt habe, und den Chest-Builder. Der hört sich für mich sehr, sehr interessant an. Bedeutet, wir werden in Zukunft einige Sachen verändern, zum Beispiel das hier. Hier oben will ich das nicht haben, ich will ein Untergrund-Lagersystem haben, wo in Zukunft alles gespeichert wird, und zwar in dreifacher Ausführung. Bedeutet, von den Dingern brauchen wir massenweise. Für jeden Baum brauchst du im Grunde, ja, mindestens 3. Also 9 Kisten, weil es gibt die Eichel, es gibt die Blätter und es gibt... Oh, schön, danke schön. Und es gibt die, wie heißt das Zeug, ich habe kurz einen Hirnhänger, die, das Resin. Bedeutet, jeder braucht 3-mal. Sapling? Okay, 4-mal. Aber das wird natürlich dementsprechend 12 Boxen. Pro Baum. Das ist eine Masse, die dann da unten steht. Bedeutet, und das muss alles angeschlossen werden an das System. Und ja, dann wird das automatisch von unten abgezapft. Und hin und her. Aber der Chest-Builder soll ganz gut sein. Bedeutet, wir werden uns mal diesen Chest-Builder anschauen. Chest-Builder heißt der, oder? Chest-Builder? Wie war das? Chest, oder war es abgebildet? Chest-Builder. Warte mal, hier ist was. Chest-Builder. Der braucht Eisen, Schalter und eine Kiste. Okay, ja, das sollte jetzt nicht unbedingt das Problem darstellen auf dieser Erde, weil Eisen haben wir genug. Holz und Blöcke haben wir auch alles. Bedeutet, da werde ich mir jetzt mal 2 nehmen. Da nehme ich mir auch mal 2, so. Und eine Kiste, das geht ganz, ganz schnell. So. Und dann natürlich noch die 2 Kisten. Das ist gerade so ruhig, aber das ist einfach... Wenn man in der Nachproduktion erst... Aber waren es nicht? Ah ja. Wie war das? Ich weiß, wie Minecraft funktioniert und so. Okay, dann hier. Ich bin gespannt, was das Ding kann. Also wie gesagt, ich kenne den noch nicht. Ich habe keinen Plan, was der kann. Ich setze jetzt mal hier hin. Du bist ein Chestbuilder. Hui. Rose Columns. Okay. Was, wenn ich sage, ich will das Größte haben, was es gibt? Chestbuilder.
Chest required 18. Also brauche ich jetzt rein theoretisch 18 Kisten, warte mal. Let's try this out. Ich probiere das jetzt. Mir scheißegal, was da draus kommt. Ich will das jetzt probieren. Für 32 habe ich auf jeden Fall Kisten. 32 Kisten. So. Er sagt hier, was, warum? Iron, ah, oh. Hm? 64 Eisen. Bedeutet, ich habe jetzt hier, davon braucht er 18. Wenn ich jetzt hier hingehe, dann verändert sich die Anzahl, oder? Ja. 64 Eisen, absolut kein Problem. Habe ich auf Lager. Ich will mir angucken, was das für eine Kiste ist. Backpack? Ich kann auch Backpack machen? Okay. Dann Clay braucht er 4. Das sollte rein. Ah, ne, warte mal. Das müsste sich dann hinten finden. Bei. Clay. Ja, 4 Clay. Das ist jetzt mal hier so absolut gar kein Problem. Ich mag jetzt wissen, wie groß diese Kiste ist, weil das wäre echt eine holy Kiste. Und 64 Oak Fans. Okay. Jetzt ist wieder die Frage. Ich muss jetzt mal, also, bitte denkt ich bin dumm oder so, aber es hat sich irgendwann mal, glaube ich, das System verändert, die Fences gemacht werden. Ja, genau. Und seitdem habe ich keinen Plan mehr, wie scheiß Fences teilweise funktionieren. Weil ich habe immer das alte System im Kopf. Und das ist echt problematisch teilweise. Ihr könnt mir das echt glauben. Echt schlimm. Verdammt! Oh, nö. Och nö, das war jetzt nicht der Plan. Wie war das? Ich weiß, wie das Spiel funktioniert. Ach, come on, leck mich doch. So war das. Ich brauche nochmal kurz ein Stack. Ach, leck mich. Fuck, ich brauche nur ein Stack. Ah, das gibt's doch gar nicht. Unnötig war das, ich sage es euch, unnötig war das. So, jetzt habe ich tonnenweise Fences und ich hoffe, das lohnt sich. Build. Compact Chest. Jetzt bin ich gespannt. Holy shit! Bitte was? Bitte was? Ich bin gerade so ein bisschen überfordert. Ein bisschen überfordert. Bitte was? Okay. Das ist mal eine ganz blöde Frage. Ich habe noch einen Stack auf Eisen. Es tut mir echt leid, aber ich bin gerade echt fasziniert. Ich brauche nochmal mehr Kisten. Das ist jetzt sollte jetzt kein Problem darstellen. Ich will herausfinden, wahrscheinlich tut TB schon den Kopf schütteln, aber ich will herausfinden. Alter, ich bin gerade einfach total lost, ne? 1, 2, 3. Ob, warum hab ich denn so viel? Oh, jetzt hab ich ein bisschen viel Sticks, ne? Ob ich die Kisten verbinden kann und dann noch ein größeres Inventar krieg, weil dann, holler die Waldfee. Dann geht das nicht mehr. So, ich tue mal in den Chestbuilder gleich so eine ganze Packung rein, einfach, weil scheiß drauf. Ich kann noch ein Backpack erzeugen, ne? Da war was davon, Backpack-mäßig. Bild. Okay, noch so eine fette Kiste. Bitte verbinde dich. Och nee, aber es ist... Was will ich denn alles lagern? Alter, der Chestbuilder ist ja mal mega. Also vielen Dank, TV, dass du gesagt hast, probier den, der ist gut. Backpack kann ich auch machen, aber kann ich natürlich aktuell nicht machen, weil geht nicht. Holy shit. Also, okay, das war jetzt so irgendwie ein bisschen überraschend für mich. So ein bisschen. Vor allem, wie gut das funktioniert einfach. Ich kann jetzt gleich noch einen Stack rein tun, weil scheiß drauf. Ich habe noch... Kann ich die auch in die Hand nehmen? Irgendwie so... Yo! Alter, Leute. Mein Leben ist so cool. Oh, ist das schön. Jetzt alles in die Kiste rein, dann kann ich die rumtragen. Wie geil ist das denn?
Alles, was ich habe, erstmal in die Kiste rein. Also, ja, vielleicht ist nicht gerade das Beste, aber fürs Erste kann ich da wirklich einfach alles mal reintun, was ich habe. Eigentlich müsste ich mir noch diesen Sortiermod installieren, weil dann wird das alles schon mal durchsortiert, wenn ich das dann alles drin habe. So. Und ich kann die normalen Kisten nicht anschauen. Wie geil ist das denn? Also, Tibi, echt vielen, vielen, vielen Dank für diese Info. Die war Gold wert. Und ich habe mir so gedacht, so, ja, Chestbuilder, warum brauche ich einen Chestbuilder? Ich will nie wieder ohne meinen Chestbuilder. Nie wieder. Der ist geil. Und du kannst die rumtragen. Das ist noch viel geiler. Klar, du bist extrem langsam, aber scheiß drauf. Du kannst es rumtragen. Alles, was in diesem Inventar ist, Alter, das spart so viel Platz. Klar, das war jetzt eigentlich so der Plan, dass hier dann so halt die Sachen drin sind und dann halt dementsprechend, ne? Aber fuck that shit. Ich brauche eine Kiste zu öffnen und da ist alles drin. Oh, wie schön ist das denn? Ah, schön. Ich muss mir noch diesen Filter-Mod holen, auf jeden Fall. Weil einfach man viel, 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 viel schneller einfach sortieren kann. Klar, in Zukunft solltest du das CME-Auto-Mensch machen und wenn mein Lieblingsmod in Verwendung kommt, ist sowieso die Erde vorbei, aber von da, aber trotzdem muss man nicht unbedingt jetzt hier. Okay, drehen kann man die Kiste aber nicht mehr, das ist schade. Hier ist ja auch noch voll viel Eisen drin. What the hell? Wie war das mit, ich habe kein Eisen mehr und so, ich könnte mir noch eine Kiste machen. Das ist einfach gerade zu geil. Also ich muss echt sagen, ich finde das gerade einfach zu geil, dass ich jetzt einfach hingehen kann. Nö, brauche ich nicht mehr. Ey, ich finde es gerade einfach zu geil. Brauche ich nicht mehr. Also ich könnte einfach so viel komplett Chests machen, weil das ist ja jetzt absolut kein Problem mehr. Ich könnte hier überall drunter eine Compact Chest packen und die Dinge machen das Boom voll. Aber durch das System, was wir jetzt natürlich auch bauen wollen, ist es wieder unnötig. So, weißt du was? Ich nehme jetzt gleich mit. Du sollst mit in die Mitte hier kommen. Komm. Slowly. Slowly. Hä? Geht die so hin, wie man sie nimmt, oder was? Ehrlich gesagt, check ich es gerade nicht. Ah, okay, jetzt hat sie. Du drehst sie. Weil du sie immer von hinten nimmst. Ja, klar. Oh Gott, das war jetzt so dumm. Okay, ich will noch einmal schnell den Goldbaum hier fällen. Aber holy shit, der Chestbuilder war echt Gold wert. Also vielen, vielen Dank, DB, für die Info, weil. Holy shit, der hat mir jetzt gerade echt viel Arbeit gespart. Komm, wir wechseln. Tun nochmal zweimal hier schnell ein Goldbäumchen wachsen lassen. Komm. Was ich auf jeden Fall jetzt auch machen will, ist, und jetzt seid nicht gefürchtet, aber ich will in den Nether mal gehen. Ich mag wissen, ob der Nether existiert. Und wenn ja, was befindet sich da unten? Das würde mich jetzt so interessieren. Vor allem, nachdem wir jetzt ein unendliches Inventar sozusagen haben. Fuck everything. Sozusagen, ne? Ah, ne, war noch andersrum. MHS, ja, das ist Applied Energistic. Da freue ich mich erst richtig drauf. Wenn das alles dann mal. Vacuum Chest in Control ist, okay. Aber es gibt ja dieses. Wie mir auch die B geschrieben hat. Na, jetzt habe ich natürlich das Programm geschlossen. Welches Programm ist denn das jetzt? Flight Controller brauche ich die nicht. Ich brauche eigentlich nur mein Studio. Mein Studio wäre ganz praktisch teilweise. Die B hat ja dann auch noch unterm letzten Video geschrieben. Also nicht das letzte, sondern das vorletzte in eurem Fall, weil, ja, ich nehme das am Tag auf, wo das letzte Video online kommt. Oder das letzte Video der Woche hochkommt. Genau, ich kann Sachen reparieren komplett, indem ich 1, 2 oder 3 Cobblestone nebeneinander reintue. Also ich darf sie nicht übereinander tun, ich muss sie nebeneinander reintun. Und Simple Storage soll einfach der simpelste und einfachste Weg sein. Und deswegen werden wir uns mal mit dem hier ein bisschen konfrontieren. Stone Slab bedeutet, wir brauchen Stone auf jeden Fall. Simple Combustion Generator. Aber warum hat, was hat das? Ach, das hat mit Simple Generators zu tun. Storage and
Storage Export Cable, Storage Import Cable. Okay, also wir müssen auf jeden Fall ganz viel von den Storage Cable machen. Was bist du? Processing Cable. Can automate simple processing transactions. Okay, das muss ich mir auf jeden Fall anschauen. Ein Controller. Manage all processing cables in the network. Okay. Und das ist Storage Network Marker. Also the heart of the network, only one per network. Quartz. Mhm. Aber es gibt auch einen Quartz-Baum, wie es scheint. Dafür brauche ich Magma-Slime. Und auch lustigerweise, dafür brauchst du viel. Außer, na? Wie komme ich am besten an das Zeug? Das ist alles gar nicht mal so leicht. Ich weiß was, ich probiere das jetzt einfach. Wir haben hier, ja, Lava-Pit rein theoretisch. Ich brauche Cobblestone. Ich habe den Cobblestone weggelegt, eindeutig. Wir machen uns jetzt auf jeden Fall Netherportal. Aber Leute, ich würde sagen, bis zur nächsten Folge schaue ich, dass ich genug Obsidian angesammelt habe. Und dann schauen wir mal, ob wir über das normale Portal in den Nether kommen. Wer weiß, ob das funktioniert oder nicht. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao. Everything changes.